man hat's nicht leicht mit dem Richard. Eigentlich wollte ich schon lange schlafen, aber der Kerl sitzt noch immer vorm Computer und macht Filme. Und worüber? Ja, das möchtest du wohl gerne wissen, lieber Trax. Ja, ja, schau mich nicht so an. Heute machen wir einen Ausflug auf die Wiener Ringstraße. Ja, da gibt's ganz viele interessante Bauwerke zu sehen. Die Wiener Ringstraße. Die Wiener Ringstraße ließ Kaiser Franz Josef vor ungefähr 150 Jahren anstelle der Stadtmauer erbauen. Der Ringturm wurde erst vor ungefähr 60 Jahren errichtet und ist ein Bürohochhaus einer Versicherung. Vor der Rossauer Kaserne, das ist ein Haus, wo Soldaten wohnen, steht das Denkmal des Deutschmeisterregiments und ein Regiment ist ein Teil eines großen Heeres. Die Börse ist ein Haus, wo mit Aktien gehandelt wird. Aktien sind ein Ersatz für Geld. Die Votivkirche erkennst du an den zwei gleich hohen Türmen. Sie wurde aus Dankbarkeit für ein gescheitertes Attentat gebaut. Attentat auf Kaiser Franz Josef. Die Universität Wien, das ist eine Schule für Erwachsene, wurde schon vor ca. 650 Jahren gegründet. Das Gebäude wurde beim Ringstraßenbau errichtet. Das Denkmal von Andreas von Liebenberg. Er war Bürgermeister bei der zweiten Türkenbelagerung 1683. Das Wiener Rathaus wurde im neugotischen Baustil errichtet. Es hat einen hohen und vier kleine Türme. Ganz oben am höchsten Turm steht der Rathausmann. Im Rathaus arbeitet der Wiener Bürgermeister. Das Burgtheater. Hier werden nur Sprechtheaterstücke aufgeführt. Das Parlament. Hier beschließt die Bundesregierung die Gesetze für ganz Österreich. Es ist im Stil eines griechischen Tempels gebaut. Vor dem Parlament steht ein Brunnen mit Pallas Athene, der griechischen Weisheitsgöttin. In den Volksgarten durften alle Wiener Bürger. Kaiserin Elisabeth hat hier ihr Denkmal. Sie war übrigens die Frau von Kaiser Franz Josef.
Der Dichter Franz Grillparzer ebenfalls. Sein Blick geht in Richtung Burgtheater, wo seine Stücke aufgeführt werden. Er war von Beruf Lehrer. Der Theseus-Tempel im Volksgarten ist nach einem griechischen Halbgott benannt. Halbgötter waren die Kinder der Götter mit Menschen. Am Heldenplatz steht das Denkmal von Erzherzog Karl. Er besiegte vor ca. 200 Jahren den Franzosen Napoleon bei Aspern, heute 22. Bezirk. Prinz Eugen besiegte die Türken bei Belgrad. Sein Denkmal steht auf zwei Beinen und dem Pferdeschwanz. Das von Erzherzog Karl nur auf den zwei Pferdebeinen. Maria Theresias Denkmal steht zwischen den zwei großen Museen. Sie lebte vor 250 Jahren und führte die Schule für alle Kinder ein. Im Naturhistorischen Museum siehst du alles, was mit Tieren und Pflanzen zu tun hat. Und ein echtes Riesendino-Skelett. Im Kunsthistorischen Museum geht es um Bilder, Statuen und Kunst überhaupt. Das Mozart-Denkmal steht im Burggarten. Ebenso das von Kaiser Franz Josef, das schon aufgestellt wurde, als er noch lebte. Daran erkennst du, wie beliebt der Kaiser bei den Wienern war. Am Ring steht das Denkmal des Dichters Goethe, der Theaterstücke und Gedichte schrieb. Zum Beispiel der Zauberlehrling. Da gibt es einen Walt Disney Zeichentrickfilm dazu. Die Staatsoper wurde als erstes Ringstraßenbauwerk fertig. Hier werden Opern, das ist Musiktheater, gespielt. 1945 wurde sie fast zerstört. Die Karlskirche ist 270 Jahre alt. Sie wurde aus Dank nach der Pest erbaut. Diese Kirche ist kein Ringstraßenbau, sondern im Barockstil 30 Jahre lang gebaut worden. Am Schwarzenbergplatz steht ein großer Springbrunnen. Das Konzerthaus steht am Heumarkt neben dem Eislaufplatz. Gegenüber steht das Denkmal des Komponisten Ludwig van Beethoven. Er schrieb noch Musik, als er schon fast taub war. Das heißt, er hörte nichts mehr. Im Stadtpark findest du das Denkmal des Walzerkönigs Johann Strauss, der vor über 100 Jahren in Wien lebte.
Die Urania dient zur Beobachtung der Sterne. Aber auch ein Kasperltheater und Kino sind dort. Und jetzt, was hast du dir gemerkt? Schreib dir die Lösungsbuchstaben auf. Sie ergeben ein Wort. Nummer 1. Wer ließ die Ringstraße anlegen? A. Maria Theresia, M. Rudolf von Habsburg, R. Kaiser Franz Josef. Zweitens. Sein Denkmal steht im B. Stadtpark, I. Burggarten oder S. Volksgarten. Drittens. Ein Bauwerk passt so gar nicht zu den anderen, weil es viel später gebaut wurde. E. Universität, N. Ringturm, Y. Rathaus. Viertens. Die Kirche mit den zwei gleich hohen Türmen ist G. Votivkirche, L. Stephansdom oder W. Rathaus. Fünftens. Auf einem Bauwerk der Ringstraße steht am höchsten Turm ein Mann. Er steht auf dem G. Parlament, I. Ringturm oder S. Rathaus. Sechstens. Ein Haus wie ein griechischer Tempel. Davor steht eine Göttin. F. Burgtheater, H. Rathaus oder T. Parlament. Siebentens. Das Denkmal von Maria Theresia steht zwischen zwei gleich aussehenden Gebäuden. B. Zwei Opern, R. Museen oder Z. Hofburg. Achtens. Was war das Besondere am Volksgarten? A. Alle Wiener Bürger durften dort hinein, C. Hunde durften dort hinein oder X. Es wurde dort Theater gespielt. Neuntens. Der Platz mit den zwei großen Reiterdenkmälern heißt J. Stadtplatz, L. Rathausplatz oder S. Heldenplatz. Zehntens. Eine Kirche ist 150 Jahre älter als die anderen Bauwerke an der Ringstraße. K. Stephansdom, S. Karlskirche oder U. Votivkirche. Elftens. Einer der zwei Musiker auf diesem Denkmal steht wirklich im Stadtpark. Er wurde auch der Walzerkönig genannt. E. Johann Strauss, O. Wolfgang Amadeus Mozart oder P. Elisabeth Sissi. Nun, wie heißt dein Lösungswort? Ja, Trax. Nachdem die Ringstraße jetzt abgeschlossen ist und die Kinder hoffentlich sehr viel gewusst haben, lade ich die Kinder jetzt zu einer kurzen Weltreise ein, die uns zum Teil bis nach Amerika oder Indien führen wird. Das glaubst du mir nicht? Ach Trax, lass dich überraschen. Wir fahren nämlich nach Mini Mundus. Ja, und du weißt nicht, was das bedeutet? Mini bedeutet klein. Und Mundus ist die Welt. Und Mini Mundus ist die kleine Welt. Und die ist in Österreich beheimatet, in Klagenfurt am Wörthersee.